Morgen wünsche ich euch und sag mal willkommen bei www.teamsigma.de. Ich wollte eigentlich mal die Zeit nutzen, Samstagmorgen, Februar 2017, Biwak Halfenhausen, Anfahrt zur nächsten Location, um ein paar Fragen, die immer wieder an mich getragen werden, euch ein bisschen näher zu bringen. Wie ihr gesehen habt auf der Seite, Team Sigma wurde in 2006 gegründet. Wir sind aktuell 45 Mitglieder und das Ganze über ganz Deutschland verteilt. Sagen wir mal so, im Ruhrgebiet sitzt dein Kamerad, dann geht das rüber über die Porta Westfalica, Thüringen bis rüber Dresden, Tschechei. Sag ich mal ganz liebe Grüße an Mirek und Nela an dieser Stelle. Runter in den Süden bis nach Garmisch zu den Werner und auch in die Schweiz, wo nochmal Werner sitzt. Alle natürlich jetzt hier zu grüßen, das würde den Rahmen sprengen. Nur mal einen kurzen Eindruck, wer ihr seid oder wer wir sind, was wir machen. Warum Team Sigma? Das ist für uns ein Hobby, wobei natürlich auch mehr der Zusammenhalt und die Kameradschaft im Vordergrund stehen. Wir fahren bundesweit, suchen Locations unter Tage, das Ganze natürlich auch über Tage. Und da kam natürlich immer die eine oder andere Frage, warum macht ihr da ein Geheimnis raus und sagt nicht, wo das ist. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Jeder, der mal solche Liegenschaften aufgesucht hat, wird nicht nur Lieder, sondern ganze Arien davon singen können, was Vermüllung betrifft, Bestehen, Ausweiten. Ganz schön sind natürlich dann auch unsere Kabeldiebe, die verlassene Liegenschaften aufsuchen, egal ob Untertage, was jetzt den Funke-Funker betrifft, oder Kliniken, Altenheime. Da geht man her, alles was man irgendwo noch gebrauchen könnte, von Waschtischen. Kabel werden aus den Wänden gerissen, da es noch liest, geht man dann sogar her, weil wenn man das dann der Wiederverwertung zuführt, muss ja die Isolierung runter sein, dass man die auf einen Berg wirft, das Ganze anzündet und was natürlich dann im Endeffekt daraus passieren kann, braucht ja nichts zu haben. Aus diesem Grund geht man natürlich dann auch her und sagt, gut, wir werden das nicht mehr veröffentlichen, weil dieses Klientel natürlich dann auch sehr verstärkt die Foren durchforstet und nach Objekten sucht, wo man noch das ein oder andere Kabel dann benutzen kann. Zum Thema Forum kommt immer wieder die Frage auf mich zu oder auf uns zu. Warum seid ihr eine geschlossene Community? Jeder kennt es, wenn man in öffentlichen Foren drin ist. Sticheleien bis hoch zum Streit. Warum? Entzieht sich meiner Kenntnis, möchte ich auch gar nicht weiter erkunden. Wo dann auch der Wunsch 2010, 2011 kam, lasst uns doch ein eigenes Forum machen. Das Forum ist hinter unserer Webseite und ist eine geschlossene Community. Wer zu uns möchte, da legen wir sehr großen Wert drauf, kann sich nicht einfach anmelden, kommt nicht einfach rein. Das hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. Wir wollen euch einfach kennenlernen, wissen, mit wem wir zu tun haben. Seid ihr vertrauenswürdig oder gehört ihr auch zu dem Klientel, die nur die Objekte ausspäht, um zu verwüsten, um Kabel dort zu entfernen und so weiter. Weil unsere oberste Prämisse ist auch immer, wir besichtigen die Objekte, wir fotografieren, wir dokumentieren für die Nachwelt, weil ich sag mal in 10, 15 Jahren, gerade in den neuen Bundesländern, was die alten Russenliegenschaften betrifft, wird davon nichts mehr da sein. Und das wollen wir eigentlich auch geschützt wissen, weil wir im Forum auch oft darüber sprechen. Der nächste Punkt ist auch, dass Kameraden sehr viel Archivarbeit leisten. Und Archivarbeit kostet nun mal halt Geld, was Dokumente betrifft. Und das wollen wir geschützt wissen, um auch dieses Abgreifen von anderen Forenbereichen zu unterbinden.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr zu uns wollt, Interesse habt, könnt ihr gerne einen unserer Stammtische, egal ob in Thüringen oder auch hier in Kassel, besuchen. Die Termine gebe ich euch gerne bekannt. Könnt ihr mich gerne anmelden unter team-sigma@gmx.de oder halt auch, seht ihr auf der Webseite, da ist auch die Telefonnummer drin. Da könnt ihr mich auch per WhatsApp erreichen oder auch anrufen, wie ihr wollt. Das zu den Liegenschaften. Gekommen ist, gekommen ist das Ganze in 2006 durch das Jonastal. Wer es nicht weiß, Thüringer Wald, Arnstadt, da ist das berühmt-berüchtigte Jonastal, wo laut den Aufzeichnungen das letzte Führerhauptquartier entstehen sollte. Das sind eigentlich die Wurzeln. Wenn ihr denn mal in Arnstadt seid, besucht doch einfach mal den Jonastalverein, sprich GTGJ, findet ihr im Internet unter www.gtgj.de. Da ist dann auch ein Dokumentationszentrum angegliedert, was ihr in Arnstadt findet. Sehr interessant, sich das mal anzugucken mit sehr vielen Exponaten. Das findet ihr in Arnstadt im Rehstädter Weg, im alten Lokschuppen. Also wie gesagt, wer da mal unten ist, hinfahren, angucken, viele Exponate drin. Und einige Kameraden davon sind auch bei uns mit drin. Der stellt Grüße natürlich klar. Noch ein offenes Forum für euch ist von Michael. Das ist Abenteuer Deutsche Geschichte. Findet ihr im Internet unter auch Kurzbezeichnung ADG. Einfach mal bei Google eingeben, Abenteuer Deutsche Geschichte. Kommt ihr auch drauf. Sehr interessant, sehr nette Leute und macht auch Spaß. Ja, zu den Liegenschaften an sich möchte ich noch Folgendes zu sagen. Viele fangen ja an, das scheint ja momentan so ein richtiger Hype zu sein, in Lost Places, Bunkeranlagen, unterirdische Anlagen. Es ist nicht gerade ungefährlich. Will damit sagen, wenn ihr keine Ahnung habt und schon ganz und gar allein aus diesen Objekten, bleibt bitte raus. Es ist einfach zu gefährlich. Wenn man zum Beispiel die alten Russenliegenschaften nimmt, die nun schon rund 20 Jahre leer stehen. Die Böden sind marode, die Dächer einsturzgefährdet. Und diese Objekte sind meistens, oder großteils, in sehr einsamen und verlassenen Ecken. Passiert euch da was, ist es mit der Hilfe natürlich sehr schwierig. Telefonverbindung stellenweise habt ihr nicht, also Handy könnt ihr da groß vergessen. Die meisten jedenfalls, was ich kenne. Schließt euch Gruppen an, es gibt genügend, die ihr im Internet findet, wo ihr Anschluss habt, die sich über Jahrzehnte auch damit auskennen, die Ahnung haben und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Bei Bergwerken oder ich sag mal alles, was unter Tage geht, da kommen natürlich dann auch noch ganz andere Gefahrenpotenziale auf euch zu, sprich Gase. Die Anlagen sind schon seit Jahren entweder gar nicht oder sehr schlecht belüftet. Schimmel ist auch ein Thema. Also ihr hört schon daraus, dass sehr viele Gefahren dort auf euch lauern. Also einfach rausbleiben, einer Gruppe anschließen und niemals allein gehen. Sehr schnell ist man irgendwo eingebrochen. Muss ich gerade an den Christian denken. Auch da liebe Grüße hier von mir, der in Vogelsang eingebrochen ist. Und eine Stunde gebraucht hat im Kellerbereich, der dann auch verschlossen war, durch Auftürmen von Schutt, was er da unten drin fand, da wieder rauszukommen. Das sind natürlich Dinge, die braucht man einfach nicht. Und aus diesem Grund einfach versteckt sein. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir werden natürlich immer mal ein Video hochladen von Bereichen, die interessant sind. Wie ich schon sagte, die Namen der Liegenschaften werden wir natürlich nicht veröffentlichen, sei denn, es sind jetzt ganz interessante Dinge, wie Mittelbau Dora zum Beispiel, wo Museen mit angegliedert sind, was man auch berichtigen kann. Nur ich glaube, ein Thema, ich sag mal, wer sich dafür interessiert, geht einfach mal in die musealen Bereiche rein. Es gibt genügend Bergwerke, die man besichtigen kann. Oder auch Gedenkstätten. Ich denke da an Mittelbau Dora, sehr interessant oben Nordhausen, wo auch ein kleiner Teil
des Stollens, wo die V2 produziert wurde, zu besichtigen ist. Dort finden auch Führungen statt. Von der Seite einfach mal gucken. Ja, wer da Interesse hat, generell, kann sich wie gesagt gerne mal bei uns melden auf den Stammtischen und auch einfach mal mit uns gehen. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir irgendwie Termine absprechen. Das machen wir natürlich auch gern und werde ich dafür interessieren. Ja, das sollte erstmal von mir gewesen sein, dass ihr mal einen kurzen Eindruck von uns habt. Und wie gesagt, also die Geschichte der Foren, dass man da immer sagt, die Sigmas sind arrogant, hochmäßig, nein, sind wir definitiv nicht. Wir wollen unser Wissen einfach geschützt haben und ich erlebe das täglich, dass Anmeldungen passieren über irgendwelche Server, die im Ausland drin sind, wo man versucht, seine IP zu verschleiern. Versucht das gar nicht, weil ich sehe es sowieso, es wird sofort gelöscht. Und der Rest, der es ehrlich meint, kann gerne hergehen, mit uns Kontakt aufnehmen. Und dann schauen wir mal weiter, ob ihr in die Gruppe passt, wer ihr überhaupt seid. Und dann funktioniert das dann auch. In diesem Sinn wünsche ich euch viel Spaß. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne anschreiben, WhatsAppen, wie auch immer. Adresse findet ihr im Forum, beziehungsweise auf unserer offiziellen Webseite unter www.team-sigma.de. Und nun wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao!